Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch erneut zu einer weiteren Aufnahme zu Let's Play Risen. So, ich bin zwar krank geschrieben, ja, ich bin auch krank, also nicht nur so krank schreiben lassen für Juhu, keine Schule. Deswegen könnte eventuell die ein oder andere Krankheitssymptom mal so vorkommen oder... Ach, wir werden schon sehen, wie es klappen wird. Ich versuche einfach mein Bestes und das versuche ich nicht nur in der Aufnahme, sondern auch jetzt mal hier spielerisch. Ich erinnere mich, dass wir da rein wollen. Doofe nur, die haben Fenster. Wir sehen nicht, wie es drin aussieht. Warte, Else. Na, statt wir könnten eventuell was mit der Kuh machen. Wie kommen wir da nur jetzt rein? Das ist die große Frage. Wir können uns ja hier so reinglitschen, nur leider... Warte mal, da ist hier niemand mehr. Raus! Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen! Ja, wunderbar. Das war ja schon fast wie geplant. Dass... Halt! Du Hör mal! So, das ist gut. Das war aber irgendwie klar, dass unser Herr Ich kann alles versucht, eine Ausweichbewegung zu machen, während wir am Schleichen sind. Das versuchen wir diesmal zu vermeiden. Raus! Okay, er sieht uns trotzdem. Ja, verschwinde von hier. Ja, Katze, hör auf, da rumzukratzen. Wir reden einfach so nochmal mit ihm. Und riskieren einiges. Ich hörte, der Don hat noch so einiges hier im Haus zurückgelassen. So, so. Und was soll das sein? Angeblich soll hier noch ein Erbstück des Don versteckt sein. Ein goldenes Amulett. Unsinn. Wir haben alles durchsucht. Sowas wäre uns aufgefallen. Wer hat dir denn diesen Quatsch erzählt? Dieser Mist Karl Toni wahrscheinlich, was? Lass dich nicht verarschen, kann ich dir nur raten. Das wäre eine Gelegenheit reinzukommen. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Tatsächlich? Ja, wenn Toni das Amulett des Don nicht kriegt, wird er von alleine wieder verschwinden. Kann schon sein, aber dazu müsste es überhaupt noch in diesem Haus sein. Und das ist es nicht. Und wenn doch? Du Großmaul, du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Dann geh rein und überzeug dich selbst. Da ist nichts. Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge. Okay, wir haben jetzt die Erlaubnis reinzulatschen. Ja. Tun wir mal unser Bestes. Wir gucken erstmal in alle Räume. So, das ist also das Haus des Don. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sieht man hier eine Tür. Beziehungsweise ein Durchgang. Müssen wir nur noch den richtigen Hebel dafür finden, ne? Okay, wo das goldene Amulett sein soll, ist für uns dann kein Problem mehr. War wunderbar. Wir gucken, dass wir hier natürlich auch alles mitnehmen können. Und wenn wir schon mal ins Haus dürfen, sollten wir uns auch umschweifend umgucken. Das ist ein Herd, Kerzenleuchter, Goldmünzen. Und da die anderen Ordenswächter schon am Pennen sind, haben wir natürlich jetzt hier Freihaus, wie ich jetzt sagen würde. Und benutzen auch die Küche. Das ist relativ praktisch, in Häuser einzubrechen mit Erlaubnis, um dann darin zu kochen. Lecker. Ja, sehr lecker. Mach mich bloß nicht hungrig, du. So, die haben hier... Weiß ich nicht, ob die gespielt oder gearbeitet oder gepokert haben. Ein Schrank. Ein Heiltrank nehmen wir. Und was ist das? Ein Pokal. Nehmen wir auch. Gold ist Gold. So, dann gehen wir doch mal einen Stockwerk höher. Olf. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Ah, das ist ja eine verlorene, gefangen genommene Bruder oder so. Was hast du denn verbrochen?
Die Weißen sind heiß auf drei sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind drei seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Was willst du denn für die Goldschalen haben? Was willst du für die Goldschale haben? Endlich mal jemand, der meine Sprache spricht. Gib mir 200 Goldmünzen und wir kommen ins Geschäft. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Du redest von dir und deinen Drillingsbrüdern, ja? Genau. Wie ich sehe, hast du schon von uns gehört. Ja, getroffen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich euch die Nummer mit den besten Schatzsuchern der Welt abkaufen soll. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Auf einer Insel, ja. Für wen arbeitet ihr denn? Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Musst du mir nicht sagen. Was nehmt ihr denn so für eine Arbeitskraft? Nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Okay, ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die Weiße Wache am Eingang. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Spring doch aus dem Fenster. Kannst du mir denn was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Zeig mir, wie man schürft. Zeig mir, wie man schürft. Komm, komm, wir haben eh vor, irgendwann Schmied zu werden. Zeige mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich ein Erzvorkommen? Das Gestein glitzert und die Gesteinsstruktur ist anders. Häufig gibt es Erzblasen, die wie Pickel an einer Felswand hängen. Nimm die Hacke in beide Hände und schlage geradezu. Das ist ganz wichtig. Die Spitze muss gerade auf das Vorkommen treffen, sonst zersplittert das Gestein und es ist wertlos. Jetzt bist du natürlich noch lange nicht so gut wie ich, aber mit ein bisschen Übung steht dir nun eine große Zukunft als Schatzsucher offen. Ja. Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Okay, das mache ich dann. Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Okay, hast du irgendwelche Tipps für mich? Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die drei Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? Drei Brüder, drei Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die drei Schalen aus dem Verkehr. Wie zieht man drei große Goldschalen aus dem Verkehr? Erstmal musst du die Dinger haben. Und dann verkaufst du sie an jemanden, der die heiße Ware aus der Stadt herausschaffen kann. Was ist, wenn die Weißen sie kriegen? Wie auch immer. Es bleibt dir überlassen, was du damit machst. Hauptsache, die Schalen sind weg. Sag mir, wo deine Goldschale versteckt ist und oder du wirst hier vergammeln. Sag mir, wo deine Goldschale versteckt ist. Oder du wirst hier vergammeln. Vergiss es. Erstmal wirst du mir dieses Wissen bezahlen. Ich dachte, du willst hier raus. Aber nicht um jeden Preis. Dann bleibe ich lieber hier sitzen. Okay, den Spruch haben wir jetzt genial reingehauen.
Ich hoffe, das stört ihn nicht, weil wir sind ja jetzt auch Schatzsucher. Ah. Ordenskrieger. Psst, der schläft. Lesen wir etwas laut vor. Der Mond und das Meer. Eine anziehende Geschichte. Ha, ha, ha. Der Mond und das Meer. Anziehende Geschichte. Anziehend. Ha. Oh Gott. Man kann auch etwas schlecht machen. So, warum ich hier gehe? Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber in Gothic war das jedenfalls so. Wenn jemand am Pennen war, ist gegangen und dann haben die weitergepennt. Bist du gerannt? Tja, dann weißt du, wer aufgestanden ist. Wusch. Dietrich. Flügel. Gut. Ich dachte aber, wir hätten hier... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Okay, der hier wacht nicht so einfach auf. Da habe ich mich vielleicht eventuell leicht vertan. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Bett. Schrank. Genau, wie viel Gold haben wir? Also das mit dem Goldschatten könnten wir eventuell schaffen. Aber mir wäre es lieb, wenn ich erstmal... Ah ja, da ist noch einer. Erstmal einen Hehler für die Ware finde. Wer könnte das sein? Eventuell der Typ hier von den Banditen. Na. So, kümmern wir uns um das Geschäft. So, hier ist ein Thron. Da setzen wir uns einfach einmal hin und fühlen uns wieder Don. Wird das komplett durchsickern, also unser Schild? Würde ich ja sagen, es sieht geil aus. So, das ist der Durchgang. Wie aktivieren wir den aber? Ah, also doch. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. So, Schrank. Nautilus-Verwandlung. Was ist denn ein Nautilus? Egal, wir haben, was wir wollen. Und gucken uns nur ein bisschen weiter um. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Interessant. So, wir haben leider nichts gefunden. Scheiße, ich wollte das wieder zumachen. Speichern. Amulett. Ey, warte mal, wird das nicht mit Doppeltick geschrieben? Ja, Wurst. So, ich würde jetzt liebend gerne wieder einfach so rausspazieren, aber ich weiß, dass der mich dann anspricht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der uns dann ansprechen wird. Und dann mit Sachen kommt wie, aha, was sickert denn durch deine Hose? Oder was ich denn da aus deiner Tasche rausragen? So, dann nehmen wir auch die paar Schadenspunkte in Kauf. So, dann gucken wir nur mal kurz hier. Hafenstadt, Fälle, Familienerbstück. Es gibt einen Raum, hinter einem Bild im Haus soll Eisen Schalter geben, den Raum. Tony will das Golden, ne? Ja, ich hoffe mal, der hat eine angemessene Belohnung für uns. Tony. Hier, ist dies Estebans Amulett? Mann, du hast es tatsächlich gefunden. Und ich dachte, ich müsste von dem heutigen Tage an Dreck fressen. Danke, Mann, du hast mir den Arsch gerettet. Die Geschichte bezahle ich dir mit barer Münze zurück. Hoffe ich doch. Du solltest dich uns anschließen. Jemand wie dich könnten wir brauchen, Mann. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Ha, ich bleib hier sitzen und gehe Hernandez noch ein wenig auf die Nerven. Na dann, viel Spaß. So, können wir noch legal rein? Ja. So, wir holen uns jetzt einfach mal die Schüssel. Können wir schon mal anfangen, weil wir haben ja genügend Gold. Hier ist dein Gold. Sag mir, wo du deine Goldschale versteckt hast. Okay, hör zu. Ich wusste, dass die Weißen mich schon länger beobachtet hatten. Also habe ich die Goldschale noch schnell im Leuchtturm am Hafen versteckt, bevor sie mich aufgegriffen haben. Ich habe sie einfach oben ins Holzgebälk geworfen. Ich fürchte, man wird einen Telekinese-Zauber brauchen, um sie zu kriegen. Naja, aber das ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Nee, wir geben hier 200 Goldstücke... ...für ihn zu retten. Und er kommt mit einem Spruch? Das ist ja nicht mehr mein Problem.
laut dem Motto, ja, er holt mich schon raus, ja, das machst du. Ja, ja, das schaffst du sicher schon. Ist ja jetzt nicht mehr meine Sorge. Ist ja nur mein Arsch, den du retten sollst. Oh Gott. Könnte man echt kotzen. Aber ich glaube, wir haben sogar einen Telekinese-Zauber. Mittlere Heile, starke Heile, natürlich. Telekinese haben wir. Wunderbar. Müssen wir nur noch hier. Ihr wisst schon, finden. Walter. Warte mal, was war nochmal mit dem hier? Warte, erstmal. Rodriguez für die Einbrüche und das sind wir, glaube ich, nicht. Nein, der Gefangene findet 3 Goldscheine. Alles, was nicht nie zu Zelti. Warte mal. Ja, was ist jetzt mit dem? Wie kriege ich den nochmal zu laufen? Weglaufen? Sieh an. Ich Ach, hoffe, sorry, das dich, weitergemacht habe. Eines Auftrags hier bist. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Sorry, dass ich weggedrückt habe. Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. So, das war jetzt mehr oder weniger noch ein Tipp für uns. Wir wissen, wer einer der weiteren Banditen ist. Das heißt, wir haben... Warte, wenn's... Vorhin war etwas von 2 von 4. Das heißt, es müssten in der Theorie Wiesel und noch jemand sein. Aber wir haben noch einen Auftrag offen wegen... Schutzgeld von Josh, aber ich glaube, es ist bisschen irrelevant, ob das als weiteres zählt. Na, mein Junge, was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetakelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter. Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Doch schon. Wir brauchen es ja sowieso nicht. Hier, hast du einen Rum. Als Seemann zieht dir früher oder später die Feuchtigkeit in die Knochen. Die Knieschmerzen und der Rücken will nicht mehr. Da ist es egal, ob du ein Mann oder ein Turm bist. Alles wird morsch. Die See hinterlässt früher oder später immer ihre Spuren. Merk dir das, Junge. Mehr oder weniger ist der Tipp sogar... In der Theorie, logisch, weil ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich das sage. Risen 2 hat ja auch den Beititel Dark Water. Da spielt man ja als Pirat. Mehr oder weniger. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Okay. Der hatte sogar einen Telekinesis-Zauber. Hier hatten wir sogar ein Fell. Das ist sehr gut, aber verkaufen wir erstmal unsere Sachen. Heulschild. So, alles, was hier so mana-technisch dabei ist, können wir loswerden. Witz, nee. Eisenbrocken, Goldbrocken, Werkzeug, Flügel. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Pass auf, irgendwann brauchen wir Pokale für irgendetwas. Oh, wir kriegen sogar ziemlich gut Geld. So, das können wir gebrauchen.
Weg damit. Ich weiß jetzt nicht, es hat die gleiche Hintergrundfarbe wie die Werkzeuge. Vielleicht braucht man es ja zum Häuten oder so. Ach, ich weiß nicht. Erstmal so handeln, ne? Ah, würde ich auch sagen. Wagenkorb leeren. Ich gebe dir noch 199 Gold. Ja, 199 schon mit 19. So, danke. So, und das war's auch erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ciao.